Wir testen die neue Linsen Grand Sturdy 40.0. Sie gehört zur neuen .0-Serie und hat einige Highlights im Gepäck. Das Linsengute Boteboard belegt übrigens auch eine Studie des niederländischen Ernst & Young Accountants LLP, denn dort hat man herausgefunden, dass eine Linsen auch nach 7 Jahren noch 75% des bezahlten Neupreises wert ist. Angetrieben wird die Linsen von einem Volvo Penta D310. Dieser 5-Zylinder leistet 110 PS und bringt unser Testboot auf gute 8 Knoten, was einer Reichweite von 260 Seemeilen plus 15% Reserve gleichkommt. Doppelt so weit kommt man in Marschfahrt, um die 6,5 Knoten, und mit 4 Knoten kommt man sogar über 1000 Seemeilen weit. Unter Deck, gewohnt geräumig, lassen wir uns einmal von unserem Fotografen durch die Räume führen. Alles in allem sehr geräumig, wenig Möglichkeiten sich zu stoßen, auch für mich mit 1,85. Doch sehr angenehm, mit direktem Zugang zur VIP-Gäste-Toilette, auch sehr geräumig, kann man nicht meckern. Wie gesagt, nicht viel, wo man sich stoßen kann, alles solide, viele Staumöglichkeiten, Stauraummöglichkeiten. Hier Heizung kann ich noch regeln, hab morgens dann diesen Blick. Auch nicht schlecht. So, hier hätten wir dann noch die Lastzelle Nummer 1. Auch mit Sitzgelegenheit sehr, sehr geräumig. Hier auch nochmal Möglichkeit für die ganzen Duschgels etc. Und den Wolfenspaniel. Hier wären wir einmal in der Kabine für, ich sag mal, die Enkel. Auch absolut ausreichend. Jetzt kommen wir über den Salon. Einmal hier in die Sitzgelegenheit mit der Option auf Fernsehen schauen. Oder beim Fernsehen schauen. Saufen. Aber wie sich's gehört, aus dem Glas. Um dann in die Eignerkabine herunter zu gleiten, wo wir jetzt sind. Auch hier sehr geräumig. Der Notausstieg ist allerdings ein bisschen tricky unter der Tischkante. Wahrscheinlich eine Option noch auf Fernsehen, weiß ich nicht, weil es schaust halt vor so eine Wand. Aber es ist schon groß, auch von der Stehhöhe. Kann man nicht meckern. Eigener Bad ist Kombi aus Toilette und geräumiger Dusche in einem. Mit wie immer herrlichem Ausblick. Kann man nicht meckern. Was Fahrer und Fahrstand betrifft, der Fahrer sitzt an einem übersichtlich angeordneten Fahrstand auf dem Achterdeck. Sein Pilotensitz kann er in alle Richtungen mühelos verstellen. Um die Füße bequem abzustellen, gibt es am Stuhl eine Klappstufe. Den Blick nach vorn gibt eine geteilte Windschutzscheibe mit drei soliden Doppelarmwischern frei. Der Clou: Die Fensterrahmen lassen sich herunterklappen und das serienmäßige Verdeckgestänge absenken. Also, Brücken können kommen. Unser Fazit: Die Linsen Grand Sturdy 40.0 ist ein qualitativ hochwertiges Boot, mit dem man komfortabel auf See- und Binnenrevieren reist. Dafür gibt es 6 feste Schlafplätze zum erholsamen Übernachten und für Überraschungsgäste lässt sich jederzeit noch die Salonsitzecke umbauen.